Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Oh yeah. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich habe jetzt meinen Sound mal ein bisschen höher gedreht, weil ich so leise war. Und ja, wir haben ja dieses hübsche Laserding ins Kichens. Und wir können damit auch die Laser stoppen. Also wenn ich jetzt durch dieses hübsche glühende Ding hier gehe, dann löst sich das wieder auf, was sehr ungünstig ist, weil ich dann sterbe. So, wir haben hier einen Schalter, der bringt uns einen Würfel. Falsch Taste. Das ist ein bisschen ungünstig. So. Okay, das war noch zu hoch. Jetzt müsste es auch funktionieren. Ah! Check. Okay. Es ändert aber gerade nichts an der Tatsache, dass ich da runter muss. Aber ich will da nicht runter. Willst du mich ja nicht verarschen, sag mal? Er fällt immer noch da runter. Und dann löst er sich da aber auf. Das ist jetzt schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier abfangen kann ich ihn auch nicht. Wir gucken uns mal kurz die Gegend an. Da ist der Ausgang. Aber ich muss da durch. Ich muss da mit dem Würfel durch. Die Frage ist nur wie. Dann haben wir noch das Ding hier. Gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Okay. Das bringt mir also relativ nichts. Hä? Aber wozu bist du denn da? Wenn du mich einfach nur da gegen die Scheibe stößt. Das sieht auch ziemlich kaputt aus, ne? Was bringt mir das irgendwas? Nee. Lande trotzdem dagegen. Welchen Sinn und Zweck erfüllt dieses Ding? Wie komme ich an den Würfel ran? Ich meine, rankommen tue ich ja so oder so. Nur es bringt mir nichts, dass er da unten ist, wenn diese Wand da ist. Und hinter der... Warte mal. Nein, ich bin nicht hier. Okay. Das heißt, da müssen wir den Würfel durchschmuggeln. Nehme ich jetzt mal an. Aber es wäre schon mal gut zu wissen, was es bringen würde. Ja, jetzt quatscht er sowieso wieder. Kümmer dich nicht um mich. Ich will etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, wenn wir den Knopf drücken. Ich möchte zuerst mal den Knopf drücken. Wie bitte? Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Es bringt mir doch nichts, den Knopf zu drücken. Vor allem komme ich ja jetzt gar nicht mehr hoch. Du bist ja schon auf die andere Seite. Fraglich, Freunde, fraglich. Ich könnte natürlich... dahin gehen erstmal. So, und gucken, was hier ist. Ja, logisch, hier komme ich hier hin. Das heißt, ich muss den Würfel irgendwie dahin bringen. Aha. Aha. Das heißt, den Würfel kriege ich auf jeden Fall hier hin, wenn ich ihn denn auf diese Ebene bekomme. Weil dann müsste ich ja genau dagegen fliegen, ne? Ja. Fliegt den Würfel nämlich hier gegen. Und dann gehe ich hinterher. Und drücke drauf. So. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an den Würfel ran? Ich muss ihn hier abfangen, glaube ich. Ich muss ihn hier einfach abfangen. Alter!
Das hat eben auch funktioniert an der Stelle. Kannst du doch nicht machen. Ha! Hab ich dich. So. Oh. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Ich weiß, ich weiß. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. So. Lauf bitte nicht weg. Dankeschön. So, jetzt nehmen wir den einfach mit. Platzieren ihn hier so drauf, dass er nicht weglaufen kann. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Total. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ich verpasse alles. Tja, Freunde, Hirnschmalz macht's aus. So. Weiter nach unten, bitte. Oben. Oben. Meine Rede. So bin ich immer früher nach unten gefahren. War das nicht so? Naja, ich habe mein Spielzeug wieder hier. Hui. Ach, die Maus. Wer kennt sie nicht? Wie verzweifelt? Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Okay. Da wird also dieses Portal-Ding ins Kirchens aktiviert. Das hier ist eine Zielscheibe, weil ich da irgendwie drauf lande, wenn ich darauf gehe. Das heißt, ich mache einen auf den hier und einen auf den hier und ich weiß noch nicht, was es bringen wird, aber wir werden es sehen. Ah. Ah. Ich vermute mal, ich will dahin, ne? Mach ich denn das? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Einfach so dahin zu gehen. So. Ach komm! Das war doch so logisch. Das hat doch nicht funktioniert und. Ich soll den Laser da reinbringen? Ist das? Nee, das geht. Nee. Nee, nee, nee. Was soll das jetzt alles? Ach Gott, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Wir versuchen es einfach nochmal auf die Art und Weise. Einfach so hoch wie möglich. Und dann. Naja. Naja, gut. Machen wir es mit Plan B. Plan B funktioniert ja sonst auch. Wir könnten auch da kurz vorbeischauen, aber. Weiß nicht, hier ist glaube ich nichts, ne? Ein kaputtes Rohr. Wow, der Wahnsinn. Und da sterbe ich. Nehme ich den mal an. Au. Okay, folgendes. Da geht das dann. Na, ne, ne? Dann aktivieren wir den hier. Ich glaube, das ist einfach nicht hoch genug, oder? War nicht hoch genug. Es ist dasselbe in grün. Ja, da ist der Ausgang. Der Ausgang ist offen. Der Ausgang ist bereits offen. Muss nur da hinkommen. Was, wenn wir da einplatzieren und da einplatzieren? Ja, super. Bringt nichts. Den Laser kann ich auch nicht stören. Der Laser aktiviert den. Bräuchte einen Würfel.
Okay, das ist nicht so einfach. Warum haben wir hier noch Wände, die wir benutzen können? Also wahrscheinlich nur so, just for fun. Da ist der Würfel. Wir können natürlich eiskalt auch so machen, nur wir bräuchten halt vorher den Würfel. So, dann kommen wir zwar da oben an. Moment, dann sind wir ja ganz oben, ne? Moment, da sind wir ganz oben. Aha! Okay. So, damit haben wir Puzzle Nummer 1 gelöst. Den blauen muss ich. So, Puzzle Nummer 1 ist auf jeden Fall gelöst. Dann wird er hier nämlich nach oben gefahren und man bleibt da oben stecken und dann fährt der erste runter. Wir müssen aber, dass der zweite runterfährt. Und dafür brauchen wir das hier. Und das schaffen wir, wenn wir da einen Laser einführen. Und der Laser befindet sich da. Nur, wie soll ich den Laser abfangen? Das ist hier die Frage. Wie zum Teufel fange ich den Laser ein? Hallo, du bist gruselig. Ich bräuchte schon einen Würfel, der das Zeug bricht. Oh. Oh. Mein Hirn hat etwas erkannt. Dafür brauche ich dich. So. Dich platzieren wir erstmal hier. So, du blockierst das Ding ins Kirchens erstmal. So, dann platziere ich da den blauen. Ich weiß nicht, ob der Sprung funktionieren wird. Doch, funktioniert. Das war übrigens sehr knapp. In letzter Sekunde noch daran erinnert, dass da der Gelb fehlt. So. Ziehen wir da mal blau. Ups. Nee, nein, du bist auf der falschen Seite. Dich wollte ich da platzieren. Und du kommst nochmal mit. Und dann brechen wir den Strahl, sagen wir, dahin. So, du bleibst bitte da. Dann brauchen wir den gelben da. Und den blauen da. Dann stelle ich mich hier nämlich hin. Ja, scheiße, Mann. So, jetzt bin ich ja oben genug, ne? So. Geh du mal weg. Nein, das war falsch. Da muss ich das platzieren. Und da. Jetzt geht der nämlich nach oben. Gut. Wo ist er hin? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Du bist dann jetzt nicht ernsthaft runtergefallen, oder? Ich brech mir einen ab. Ach nein, er ist doch. Er ist einfach runtergefallen. Au. Nein! Jetzt nichts Falsches machen, Zero. Jetzt nichts Falsches machen. So. Okay, Kleiner. Das war vielleicht ein bisschen ungünstig. Komm mal mit. Bleib da. Pack mal den blauen dahin. Hui. Ein bisschen gefährlich. So. Jetzt ziehen wir den orangen erstmal dahin. Dann den blauen zuerst dahin und dann. So. Schwere Geburt, Freunde. Schwere Geburt. Aber wir haben es geschafft.
nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Hast du es jetzt etwa nicht aufgenommen? Oder tut mir ja fast schon leid. Ui, das war Brainstorming. Oh. Ja, das ist doch die Lösung, ihn zu töten. Und dich? Gut, ich bin dann auch tot, aber zum Wohle der Menschheit. Und das zählt doch noch. Ach, meine schöne Anlage. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Okay, oh, was? Okay, ich habe jetzt schon mal den Anfang gelöst, allerdings. Wie soll ich denn hier jetzt hinkommen? Ah. Oh! So, wir warten noch einen kleinen Augenblick. Wir warten noch. Jetzt sind nämlich die Dingenskirchens auf der richtigen Position. Wir gehen durch. Das sieht schon ein bisschen brutal aus, oder? Jetzt sind wir hier, aber... Es bringt mir offensichtlich nichts, weil da Laser sind, die mich wegdrücken und töten werden. Oh. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem hier. Wenn ich das Ding bewege? Ey! Ich will doch nicht sterben! Kann ich so weit springen? Komme ich damit zurück? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich darauf kann. Hä? Okay, wir versuchen was anderes. Wir setzen blau einmal dahin. Okay, das ist ein Deal. Ich bin ein Genie. Ja. Okay. Das heißt allerdings, dass der Lift zurück muss. Denn jetzt holen wir den Würfel. Der Würfel wird sich höchstwahrscheinlich auch bei den Lasern... Oder? Ja, dann wüsste ich auch nicht, wie ich ihn bekommen sollte. Oh. Nein, ich bin so ein Idiot, ne? Ich bin so ein Idiot. So. Stopp! Ich hoffe, es wird reichen. Es reicht einfach nicht. Fuck, ich habe zu spät reagiert. Ah, gut. Lassen wir nochmal kurz durchfahren. Aber wir kommen an den Würfel ran. Da müssen wir das ganze Spiel nochmal machen. Und mit dem Würfel hier ankommen. Und von hier aus können wir wieder darüber gehen. Stellt sich mir nur die Frage, was wollen wir mit dem Würfel? Da wollte ich jetzt nicht hin. So, jetzt. Achso, das ist ein Laserbrecher. Das ist ein Laserbrecher. Ah, das wollen wir mit dem Würfel. Trotzdem weiß ich noch nicht, was ich mit dem Laserbrecher machen möchte. Wir werden es offensichtlich herausfinden, würde ich sagen. Komm mit, mein Kleiner. Komm mit auf diese Seite.
Jetzt haben wir hier nämlich einen Laserbrecher. Der mir... Da muss ich den Laser projizieren. Projiziere ich denn darauf den Laser? Oh nein! Scheiß der Hund drauf, ey, ganz ehrlich. Das war verdammt dumm. So, das müsste reichen. So. Hier bin ich. Von hier aus müsste ich den Laser hier drauf tun und dann müsste ich es ja eigentlich bis da hinten hin schaffen. Die Frage ist, wie kriegen wir den Laser jetzt hier hin, an diese Stelle? So vielleicht? Es ist noch zu niedrig. Es ist noch zu niedrig. Okay. Haben wir schon mal den Plan. So, fehlt nur noch die Umsetzung. Dann fahren wir mal wieder los, ne? Ah, falsches Portal. Hinter sonst immer jedes Blaue, ne? Okay, geschafft. Wir müssen noch ein Stück weiter nach vorne fahren. So, nichtsdestotrotz müssen wir die Portale kurz auflösen. Das war schon mal falsch. Ah, ein kleines Stückchen noch. Okay, immer noch nichts. Und tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmuckt. Er ist geschmuckt? Was? Er ist ein Schmuck? Der Fahrstuhl ist ein Schmuck, Freunde. Okay. Ich vermute mal, wir steuern auf das Finale zu, so wie das aussieht. Wir werden morgen sehen, was passiert. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Wir sehen uns morgen wieder bei Portal 2. Haut rein, euer Zero. Tschüss.